Ha ha ha.
I'm
Dritter wird Tim Schröder und als Viertes Karl Schröder.
um in der 602 Holger Vorspul. Mit der 625 Christian Buchelmann und mit der 501 Frank Schütz. So, jetzt wird es nochmal eng. Da kann sich der Holger Vorspul auf den ersten Platz setzen, gefolgt von Ralf Liedner, Hansi Albers auf 3. Frank Schön auf 4, Christian Bogelmann auf 5. Gefolgt von Arne Burfein. Auf 3 Jan-Hendrik Dädchen. Auf 4 Andreas Schmid. Und auf 5 Rüdiger Seidner. Aber hier geht auf keinen Fall, da das zum Beispiel, ganz gut.
Platz gefahren, denn er ist auf den vierten Platz zurück. Und der führende Bus natürlich die Joker Lab. Sieht aber so aus, als wenn sein Vorsprung reicht. Obwohl, es wird knapper Ziel einlaufen. Symboling gewinnt den Lauf vor Arne Vorwein. Da sieht noch, weiter, halt, stopp. Halt, weiter. Er hat die Führung, Arne Vorwein, Speicher, Jan-Henrik gegen den Dritter. Symboli könnte seinen Vorsprung auch vor Arne Vorwein, Jan-Henrik Kirchen auf 3, Andreas Schmid auf 4 und Rüdiger Waldner auf 5. Und sich in dieser Klasse ganz schön was zutraut. Also Respekt, ich würde mich da nicht so reinsetzen. Jetzt hat sie aber die Führung übernommen. Auf Platz 2 ist Tobias Wilzosen und auf 3 Tobias Becker. Matthias. Thank you.
wechseln jetzt gleich die Flugzeuge. Patrick Wink-Volk. Dadurch ist der Matthias Gütmann auf den Bodenplatz vorgerückt. Christian, du nimmst auf 1, Philipp auf 2, alles wäre auf 3 und Patrick nimmt auf 4. Oh, da hat Patrick Minz etwas Probleme, aber hat ihn wieder gefangen. So, der Pilz schlägt dann, der fährt jetzt durch die Joker-Lab. Dann schießt er alles Ferenc auf den zweiten Platz. Felix Schlüssel auf 3, Patrick Minz auf 4. Da hat Alex einen Fehler gemacht, er kann sein Auto leider nicht mehr auffahren, schleudert dadurch auf. Christian de Lis gewinnt diesen Lauf. Der Felix Flüßmann und Patrick Witt. So, das ist die Bewegung. Der Schießer aus der dritten Reihe, Olli Schumacher, ist schon ganz schön weiter vorne. Das ist ein großes Superbo jetzt. Rennabbruch, Rennabbruch. Da sind die Trecker noch. Rote Flaggen bitte, rote Flaggen, das ist Rennabbruch. Ernst oder was? Und los geht die Fahrt. Justin Hahn kann sich vor Pascal Janow schieben. Der Steffen Roberts ist noch auf Position 3. Dahinter ist der Christian Hildebrand. Dann kommt der Daniel Alpers, der hat sich von hinten das ganz schön durchgemogelt. Der hat schon einige Plätze gut gemacht. Olli Schumacher auf Position 6 im Moment. Patrick mit, dann kommt der Thomas Junge und als letztes der Frank Schumacher. Nein, gar nicht wahr, da kommt noch der Alex Embert. Justin Hahn führt das Feld immer noch an. Gefolgt von Christian Hildebrand. Pascal Janow wird gerade überholt von Daniel Alpers. Olli Schumacher. Dann kommt der Daniel Alpers, Oliver Schumacher, Pascal Janow,
herzlichen Wind. Thomas Junge auf sein Ford Group mit 867. Kevin Robert. Ja, und Justin Hahn führt jetzt mit ganz schönen Abstand. Christian Hildebrand sein Auto da hinten, das qualmt gerade vor sich hin. Daniel Albers tritt am ordentlich drauf, versucht ihn nochmal sein Leben schwer zu machen, aber er hat doch schon einen ziemlichen Vorsprung. Gewinnt den ersten Gesamtsiegerlauf vor Daniel Alpas, Oliver Schumacher, Pascal Janu, Patrick Mitt. Thomas Junge. Ja, 67. Das ist der Steffen Gropas vor Alex Embart. Der 189 ist Frank Schumacher. Es führt der Walter Korsch. Zur Hinführung geht Walter Korsch, gefolgt von Timo Böttler. Da hat sich aber gerade der Tim Bohling nochmal durchgeschossen. Der ist an zweiter Position. Jan-Henrik Tietjen sitzt im Moment auf 4. Mike Rademacher auf 5. Hier startet jetzt der erste Angriff von Tim Bohling. Und das nutzt jetzt Jan-Henrik Tietjen. Der hat die Situation am besten genutzt, der ist jetzt vorbeigerauscht. Jan-Henrik Tietjen, Kurtwin Bohling, Walter Korsch, der 620, das ist Timo Böttger, der 809, der schießt jetzt, der Felix Büßmann durchs Feld. Jan-Henrik Tietjen kann ja im Moment ziemlich gelassen seine Runden ziehen. Er hat einen kleinen Vorsprung vor dem Bohling. Felix Klößmann hat jetzt auf den dritten Platz vorgestellt. Walter Korsch auf 4. Jan-Henrik Tietjen hat gewonnen und Felix Klößmann tritt Tim Bohling. Walter Korsch auf 4, wieder 620, das ist der Timo Böttger.